Hallo und herzlich willkommen zurück zu Talon Illithid in Diablo 3. Rapprap ist schon ganz heiß darauf und wir werden uns nochmal in ein Rift begeben und schauen mal, wie es diesmal aussieht. Super Intro, so macht das alles Spaß. Egal. Da ich ja aber selber eh nicht spiele, sondern das nur von meinem kleinen chinesischen Angestellten spielen lasse, ein wir halt schon mehrmals auch in unseren Minecraft-Videos festgestellt haben. Macht das alles gar nichts. Nein, natürlich wird das selber von mir gespielt, deswegen bin ich auch immer so geistesabwesend, wenn hier gerade irgendwas Interessantes passiert. Joho! Ja. Ja, das ist doch gerade sehr schön, wie das hier abgeht. There has been much debate among the Horodrim regarding the Shadow Vermin. Some scholars believe that these wraith-like foes are formed from concentrated demonic energy, while others believe they are the souls of humans corrupted by Diablo. They glide through the darkness as easily as water, ready to smother their unwary prey. Whee! Röms! Rapport hier mal. Aber warum muss eigentlich Diablo immer der Böse sein? Sind da nicht auch die anderen Idioten? Mephisto, Baal. Ich meine nur irgendwie. Muss doch nicht immer Diablo sein, oder? Amulett! Das ist aber geil! Hm. Das ist ziemlich rassistisch. Oder dämonistisch. Manchmal habe ich selber keine Ahnung, was ich will. Hui, da kommt gerade angeflogen. Brems. Wollte ich nicht mal gucken? Gibt's ein bisschen Gold mehr? Hello! Macht sie kaputt! Macht sie alle kaputt! Hier ist der. Die Viecher kann ich auch überhaupt nicht leiden, diese Winged Assassins hier, die Viecher da. Die da. Die sind so nervig. Dadurch, dass das alles so nah dran ist, musst du halt echt extrem dicht an die Viecher rangehen. Und dann hüpfen sie dich halt an. Gut, was ist er denn? Der ist ja böse, ja. Na gut, ich bin nochmal drauf. Kaboom! Kaboom! Ich finde das irgendwie lustig, dass die hier so reingezogen werden. Küste. Hui, 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 ja. Das ist doch schön, wenn man ein bisschen Spaß hat und nicht einfach nur so stumpfes und
uninspiriertes Gegnerkloppen. Also das ist das typische Farmen, das, boah, das finde ich halt super nervig. Aber auch das muss manchmal sein. Juhu. Ach, der Penner. Oh. Das war der Schlimmste, den konnte ich nie leiden. Weil ich die ganzen Ads, die der da beschwört, ist der so unglaublich nervig. Also jedenfalls war das. Mit meinem Demon Hunter. So, und da wir immer noch ein bisschen Zeit haben bei der Episode, sogar sehr viel. Ja, werden wir den Rift hier nochmal ein bisschen leeren, ein paar Sachen einsammeln. Ne. Haben wir die Setdinger. Wieder ein Polarm. Ein Polarm. Nee. Was haben wir jetzt eigentlich für Boni? Wir haben jetzt hier Attack Speed, Magic Find, Bonus. Wow. Naja. Ja. So, kicken wir mal nach oben. Denn demnächst werden wir mal wieder, ich denke so mit Level 40, werde ich noch ein wenig craften. Sauber. Level 33. Heute geht's aber echt voran. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass so in den ersten Episoden, dass es da wesentlich schleppender voranging. Was jetzt auch an den neuen Items liegen kann. Sehr schön. Ich bezweifle zwar, dass es möglich ist, später in Greater Rift und so weiter so durch die Gegnermassen zu pfeffern, aber es wäre echt extrem lustig. Da habe ich mich, wie gesagt, noch gar nicht ausreichend irgendwie mit dem Barbaren befasst, dass ich da irgendwie eine Aussage treffen könnte von wegen, ja, das ist hier, das ist hier nicht. Bitte, nein, aber nicht. Schön viele Mopsis und Shabuzi! Ram, dam, 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 dam. Ach ja, 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 ja. Ich glaube, das sind die gar nicht gewöhnt, die Dicken.
Er zieht mich ran. Sonst bin doch ich der, der die Leute weghaut. Aber wir sind gleich Level 34. Wie krank ist das denn? Oh, hallo. Wo kommen die denn her? Oder sind das neue? Das muss neue sein, oder? Oh. Ja, blöder Baum, bleibst mal da hinten. Du nervst uns nämlich nur. Ich glaube, für die nächste Aufnahmesession werde ich mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Mal gucken, wie das funktioniert, ja. Dass wir da genauso schnell vorankommen. Oder halt ein bisschen langsamer vielleicht, aber dafür halt mit mehr EP. Denn das wäre nämlich voll klasse, war. Je schneller wir hier vorankommen, desto krasser wird jetzt später im Endgame. Level 34! Yes, Sapedus! Bitte fragt mich nie, was ich damit aussagen sollte. Ich weiß es selber nicht. Gut, hüpfen wir auch mal rum. Sehr. Gibt hier oben noch welche? Hallo, ja. Jetzt nicht mehr. Rap, rap, tot gemacht. Hm, rap, rap, stolz. Hm. A gift for me. Bogen. Nice choice. Ich weiß, ich hab ihn dir auch gegeben. Achso. Orek. Wir gucken uns mal den Speer an. Vielleicht ist der ja auch cool. Ja, nee. Nein. Ja, nee, nein. Das schmeißen wir raus. Hier reparieren. Gucken nochmal, haben wir jetzt. Quick Draw Bell. Na, da kicken wir doch mal rein. Kicken wir das, wa? Ja. Finde ich super. Was haben wir noch? Pendergast. Haben wir da jetzt alle vier? Zwei? Drei? Vier, ja. Also können wir hier die Dinger auch mal reinbasteln. Ui. Okay, sage ich nicht nein zu. Haben wir hier was Schönes Neues? Nö. Nee, nee, nee. Und ab in die Kiste. Der Steinchen haben wir alle drin. Oh, da fehlt noch ein Steinchen. Da packen wir einen Stärkesteinchen. Intelligenz. Ja. Stärke. Ja. Fantastisch. Das funktioniert doch super gut. Und ja, ist eine kürzere Episode, aber ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Taladir Leddard in Diablo 3 mit Rap Rap. Und bis dahin, tschüss!